wie der selbst angebaute Salat vom Feld auf die eigene Ladentheke kommt. Wir haben ein junges Pärchen einen Tag lang auf ihrer ökologischen Landwirtschaft begleitet. So, hallo, herzlich willkommen. Ihr seid pünktlich da zum Bodenproben nehmen. Früh beginnt der Tag für Familie Weiser. Während Ina die gemeinsame Tochter in den Kindergarten bringt, geht Alex aufs eigene Feld. Dort wird Obst und Gemüse angebaut. Ohne große Maschinen wie Traktoren. Das bedeutet umso mehr Handarbeit. Die heutigen Bodenproben werden an ein Labor verschickt, welches die Bodenqualität untersucht. Zentral für unseren Gemüsebau ist der Boden für uns. Es ist wichtig, dass wir eine gute Bodengesundheit haben und eben auch eine ausgewogene Nährstoffbilanz. Dadurch, dass im Ökolandbau eben auf künstliche Spritzmittel verzichtet wird, ist es eben auch insgesamt arbeitsintensiver, also es bedarf mehr Handarbeit. Und dadurch ist in der Regel auch sind Bio-Lebensmittel teurer, als es eben konventionell hergestellte Lebensmittel sind. Allerdings ist es so, dass dadurch, dass wir den Boden im konventionellen Landbau nicht im Fokus haben, indirekt quasi die Kosten wieder dann bezahlen, indem wir die Böden wieder regenerieren müssen, wieder Biodiversitätsmaßnahmen indirekt über die Steuern dann halt bezahlen. Ja, dann herzlich willkommen hier bei uns auf dem Hof. Genau, wir sind jetzt hier im zweiten Jahr und betreiben den als Familie zusammen. Und genau, ursprünglich war das hier die alte Dorfschmiede. Dort wurde bis vor 50, 60 Jahren noch geschmiedet bzw. eine Landmaschinenwerkstatt betrieben. Und diese möchten wir eben jetzt mit neuem Leben füllen. Deswegen ist das jetzt unsere grüne Schmiede. Ich glaube, also im Endeffekt, was unser ganzes Handeln motiviert, ist unsere Tochter Zora tatsächlich. Sie hat uns einen ordentlichen Boost verpasst. Ne? Also ich denke, wir wären nicht hier, wenn wir nicht unsere Tochter hätten. Nicht in vielleicht nicht mal in 10 Jahren oder sowas. Also weil wir gesagt haben, okay, wir werden jetzt eine Familie und jetzt gibt es nicht mehr machen wir mal, sondern jetzt legen wir los. Und hier haben wir Reste vom Markt und die bringen wir jetzt den Hühnern. Im Moment leben hier 45 Hühner und hier darf jedes Huhn aufwachsen. Auch die Brüderhähne, die in der konventionellen Landwirtschaft meist getötet werden. So, gucken wir mal, ob unsere Hühner da sind. Hallo. Schönen bunten Eier. Und wenn mal wieder ein Huhn ausgebüxt ist, weiß der Hofhund, was zu tun ist. Schnell ist der Ausreißer wieder im Gehege. Und jetzt geht es in die Marktgärtnerei, wo die Reise für unseren Salat beginnt. Viele Salate sind sehr widerstandsfähig und können auch in der kalten Jahreszeit gut überleben und geerntet werden. Das gilt auch für den Rosenkohl, den Grünkohl, den Rettich oder beispielsweise Pastinaken. Ist die aus Tegelzweck oder hat die den Grund? Nee, wir haben die Diskutkugel tatsächlich so ein bisschen als also das Deko-Zwecke. Also unser Mahnmal, dass wir niemals den Spaß an unserer Arbeit vergessen sollen. Na gut, dann ernten wir mal unseren Kopfsalat, oder? Salatkopf. Der ist tatsächlich ganz hinten. Ausgebildeter Landwirt ist Alex Weiser nicht. Früher stand er in einer Kfz-Werkstatt und schraubte an Autos herum. Dann entschied er sich für ein Studium in der Agrartechnik. Dieser Salatkopf gehört zu einem Endiviensalat und den begleiten wir auf seinem Weg in den nahegelegenen Hofladen. Mit dem Privat-Pkw geht es in den nahegelegenen Hofladen, der keine 5 Kilometer entfernt liegt. Wenige Minuten später ist Alex am Hofladen angekommen und da wird er schon sehnsüchtig von seiner Frau erwartet. Hi! Hi! Hi. 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 Hi.
Danke. Kommt gleich das nächste. Viele Produkte werden derzeit noch vom Großhändler zugekauft, weil die beiden den Hofladen vor 4 Jahren übernommen haben. Der eigene Anbau und die Tierhaltung kamen 2 Jahre später dazu. Also herzlich willkommen in unserer Bioscheune. Genau, das ist unser Hofladen, den wir versuchen immer weiter in Richtung Bioladen auch weiterzuentwickeln. Haben den 2018 übernommen. Genau, haben quasi einen Schwerpunkt auf Frischgemüse. Haben alles in Bio-Qualität und sind jetzt gerade dabei, eben über die Gärtnerei den Eigenanteil eben immer weiter auszubauen. Haben jetzt seit neuestem auch eine Käsetheke, versuchen da auch in Richtung unverpackt zu gehen, was Milchprodukte und auch Salami, Fleisch so ein bisschen angeht. Das meiste bekommen wir tatsächlich über unseren Großhandel Weiling, einen Bio-Pionier, der schon seit vielen Jahren eben in der Biobranche tätig ist und so ein bisschen wie das, was wir im kleinen Stil macht, im größeren Stil. Also quasi schaut, wo kommen verantwortungsbewusst Bioprodukte her und auch sich Gedanken darüber machen, wie ein nachhaltiger Handel eben stattfinden kann. Und kurz nachdem der Hofladen am Freitagmittag seine Türen öffnet, kommt auch schon der erste Stammkunde, jetzt Andreas. Was, und hier ein bisschen, hast du mal gesagt? Ja. Okay. Ich krieg nur den Eigenanbau. Möchtest du den eingepackt? Wo kommt denn der her? Aus Mörlach. Echt? Ja, geil. Ja, nehmen wir mit. Sehr gut. Und so findet auch unser Endiviensalat am Nachmittag einen Käufer. Dann haben wir Würfel insgesamt etwa? 100. 100? Exakt. Schon teuer, aber Bio kostet eben. Also Johanna, ciao. Der Hofladen macht Ina besonders viel Spaß. Zukunftspläne haben die beiden damit große. Ja, wir sind hier in unserem zukünftigen Hofladen. Reinkommen soll hier in den Raum mal eine schöne Sofaecke mit Tischen und mit Spielecke für Kinder und vielleicht einem schönen Weinregal oder so, dass es einfach einlädt, zum Verweilen hier zu bleiben und auch sich auszutauschen. Bei so viel Tatendrang stehen wir bestimmt bald im neuen Hofladen.